Jeder Tag in Schriesheim ist ein Highlight. Der Matthäusemarkt steht vor der Tür und hier in Schriesheim auf dem Festplatz laufen die Aufbauarbeiten schon auf Hochtouren. Wie die Schriesheimer sich auf ihr liebstes Weinfest vorbereiten, worauf sie sich besonders freuen und was sie vielleicht auch verbesserungswürdig finden, das haben wir uns heute auf dem Marktplatz mal angehört. Denn während die Aufbauarbeiten schon in vollem Gange sind, ist die Vorfreude auf dem Wochenmarkt deutlich zu spüren. Freust du dich schon auf den Matthäusemarkt? Ja klar, natürlich. Der Matthäusemarkt ist ein riesiges Spektakel für Schriesheim. Ich bin auch Security-Mann. Da wird ein bisschen aufgepasst. Ich bin ja gespannt, was mich dort erwartet, weil es mein erster wirklicher Matthäusenmarkt ist, weil ich erst 2 Jahre in Schriesheim wohne und wegen Corona ist der Matthäusenmarkt ja nicht stattgefunden. Ne? Und besonders freue ich mich drauf, mit der Feuerwehr den Brandsicherheitsdienst am ersten Freitag zu machen. Nicht nur ich, sondern meine Tochter natürlich auch. Ich habe jetzt schon das Riesenrad gesehen und war schon ganz begeistert. Nachbarn auch, also insofern, ja, wir freuen uns. Dann gibt es irgendwas, worauf Sie sich besonders freuen? Ach, eigentlich so die gesamte Stimmung, also so dieses Miteinander, die Umzüge und einfach das bunte Treiben. Wir haben jetzt lange genug darauf verzichtet und ich freue mich drauf, auch in der traditionellen Form nochmal Matthäusemarkt zu feiern und bin natürlich auch gespannt, wie es in der Zukunft wird und wir arbeiten dran zu modernisieren. Jawohl, und gerade Stichwort Neukonzeption, wünschen Sie sich irgendwas besonders? Nein, ich bin eher traditionell. Ich fand es eigentlich auch gut, wie es ist, aber ich bin für Erneuerungen offen und beteilige mich da auch dran, wenn es dann darum geht, die Dinge zu entwickeln. Bevor es soweit ist, ist in diesem Jahr noch das volle und vor allem altbekannte Programm am Start. Wir freuen uns jetzt natürlich, wir hatten 2 Jahre keinen Matthäusemarkt. Wir haben jetzt einen ganz normalen Saisonstart hier in Schriesheim und es ist natürlich toll. Ne? Ziel ist es, die für Schausteller so bitteren Corona-Jahre vergessen zu machen. Beim Aufbau fühlt es sich bereits wieder so an, wie es immer war. Es ist ja hier in Schriesheim immer ziemlich eng auch, gerade bei den Aufbauarbeiten. Aber wir freuen uns schon und es läuft alles rund und jeder ist motiviert und gut gelaunt. Von daher macht dieses Rücken und Vorwärts und Rückwärts und jeder muss ein bisschen auf den anderen aufpassen. Auch viel Spaß. Louis Oberschelp vom Fahrgeschäft High Impress kennt das bereits. Für ihn ist Schriesheim auch so etwas wie eine Pflichtveranstaltung. Wir freuen uns jedes Jahr. Vor allem jetzt ist auch wieder das erste normale Jahr für uns nach Corona. Ja. Und ja, wir hoffen auf Erfolg. Den wünschen sich auch Annika Langenberg und ihre Tochter Lena. Sie waren 2019 noch mit einem kleineren Geschäft da, jetzt wurde aufgestockt. Jetzt sind wir guter Hoffnung, dass wir mit unserem neuen Geschäft, der großen Backfischrutsche, ähnlich gute Erfolge erzielen. Klingt interessant, aber was passiert da eigentlich? Das Highlight ist der Backfisch, der kommt über die Backfischrutsche im oberen Bereich des Geschäftes nach unten gerutscht zum Verkaufsraum, wird dann im Brötchen mit Remoulade serviert. Der Erfolg in Schriesheim ist ein erster Hinweis darauf, wie der Sommer der Schausteller läuft. Das weiß auch Marktleiterin Ariane Haasbruch. Schriesheim ist auch immer so ein bisschen Stimmungsbarometer für die restliche Saison unter den Kollegen. Also wenn es hier gut läuft, dann sind wir immer alle sehr optimistisch für den Rest der Saison. Zumindest beim Aufbau haben die Schausteller schon mal ein gutes Gefühl. Ja, also wir haben beim Aufbau schon viele Besucher gesehen, die hier so neugierig um den Platz gelaufen sind. Es hat sich jeder gefreut. Da kamen auch Leute zu uns zu, die haben gesagt, schön, dass ihr wieder da seid. Das freut uns natürlich sehr. Und ja, wir sind gute Dinge. Es ist also alles vorbereitet für ein tolles Fest. Freitag fällt der Startschuss zum Matthäusemarkt und die Stimmung ist schon richtig gut, auch bei uns. Wir freuen uns drauf. Es kann losgehen.